Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes, denn es ist Vlog-Time. Ich bin gerade mit Benny hier auf die Färöer Inseln gefahren. Und bei ihm ist der Koffer nicht am Start. Ja, das erste gleich wieder am Anfang. Das Geile ist, wir sind hierher gekommen und es ist einfach unfassbar geiles Wetter. Es ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Die Sonne scheint, wir haben viele Wolken, es ist übelst dramatisch und genau damit wollen wir anfangen. Die Scheiße ist nur, in meinem Koffer, der hier fehlt, ist mein verdammtes Stativ drin. Der Koffer kommt heute Abend noch an. Also sie wissen schon, wo er ist, sie haben ihn gefunden und er kommt heute Abend an. Aber der erste Tag, der erste Abend, der erste Sunset ist mal direkt ohne Stativ. So eine Das ist eine geile Aussicht, Mann. Fett. Das ist die Aussicht für die nächsten 4 Tage hier. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Und vor allem direkt hier, das ist unser Haus. Jo, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal unsere Bude an, oder? Auf jeden Fall. Oh, ich bin mega gespannt. Bing. Offen. Mit Fernseher. Alter, das ist ja mega groß. Stehst hier, guck mal, du machst die Tür auf. Ja. Ah, Glück geht die nicht auf, hier geht es ziemlich steil runter. Ja, du hast es gerade kaputt gemacht. Was? Ach Quatsch. Oh. Er hat es kaputt Vielleicht habe ich es wirklich kaputt gemacht. Leute, guckt mal einfach raus hier. Das ist unser Blick aus dem Fenster für die nächsten Tage. Das hat schon alles entschädigt, gerade dass mein Koffer irgendwie noch nicht da ist. Auch wenn ich mich darüber immer noch tierisch ärgere. Alter, hier geht's ja noch weiter. Das ist ja mega geil. Guckt euch das mal an. So, wir sind hier gerade rumgekommen. Zack, hier ist die Küche. Hier können wir schön kochen. Hier haben wir einen Herd. Dann gehen wir mal nochmal nach oben. Geil. Weil ich habe hier gesehen, hier gibt es noch eine Treppe. Oh, die ist steil. Die ist steil. Hier muss man aufpassen, ey. Darf man nichts trinken. Oh. So, hier ist. Oh, hier ist ein Einzelbett. Badezimmer, Toilette, Dusche. Oh, das ist aber eine kleine Dusche. Oh, nee, geht hier, das geht da hinten rum. Sieht man jetzt im Video gar nicht so. So, und hier sind nochmal 3 Betten. Was ist das denn? Das ist ja geil. Und hier nochmal, oh, hier 2 Einzelbetten, sehr schön. Jetzt müssen wir gleich Schnick, Schnack, Schuck spielen, wer wo schläft. Ich habe ja so eine Idee. Dann würde ich sagen, holen wir mal unsere Koffer. Achso, du hast ja noch keinen Koffer. Ha! Ja, witzig. Es war vom Wetter her die ganze Zeit im Internet immer angesagt, ja, dass es die ganze Zeit regnen soll. Und wir haben schon die ganze Zeit gesagt, oh Mann, haben wir wieder Pech. Aber ganz ehrlich, besseres Wetter kann man nicht haben zum Fotografieren. Also, wir gehen jetzt gleich eine Runde einkaufen und dann werden wir auf jeden Fall direkt fotografieren gehen. Ich habe mega Bock. Du musst das Auto noch abschließen. Und das Ziel dieses Vlogs ist es hier auch tatsächlich, dass ihr so ein bisschen einfach mir über die Schulter gucken könnt, dass wir mal so ein bisschen andere Videos machen, ich nicht immer nur hinter am Schreibtisch sitze, sondern dass ihr halt auch mal beim Fotografieren mit dabei seid. Und ihr könnt ja einfach mal unten direkt in die Kommentare schreiben, wie ihr das Konzept findet, ob ich sowas öfter machen soll. Wenn ja, dann auf jeden Fall mal unten in die Kommentare damit. Was gibt es Schöneres als ordentlich eine Portion Nudeln? Ja. Danke fürs Kochen, Benny. Auf jeden Fall. Das wird hoffentlich lecker. Mega teuer hier. Ja. Und jetzt für den Einkauf. Ich glaube, jeder so. Ich habe 35 umgerechnet. Und wir haben ein bisschen Nudeln, ein bisschen was zum Frühstück. 65 Euro jetzt. Ja. Läuft. Auf dem Weg zum ersten Spot. Leute, schaut euch das einfach mal an. Das ist unfassbar. Dieses Panorama hier. Sieht richtig, richtig gut aus. Und wir haben mega geiles Wetter hier. Oh Mann, guckt euch das an, der erste Spot. Wir haben so viel Glück, das Wetter ist unfassbar geil. Hier schön dramatischer Himmel, dazwischen immer wieder so ein bisschen blauer Himmel, viele Wolken. Hier drüben geht die Sonne unter, die kommt noch ein bisschen weiter ins Bild hier rein. Aber wir fotografieren auch nicht direkt in die Sonne, was auch ganz gut ist. Und auch wenn ich jetzt mein Stativ noch nicht habe, ich habe ja noch mein kleines Stativ, mein Tabletop-Stativ. Und wenn ihr jetzt mal hier unten guckt, ja, wir haben ja hier... Hier ist zwar ein bisschen Zaun, aber der hört hier auf. Das heißt, ich kann hier einfach meine Kamera nach unten stellen.
und habe dann vielleicht sogar so ein bisschen Vordergrund hier noch drauf, was ja eigentlich richtig geil ist. Ja, ungefähr so. Und dann kann ich hier trotzdem gute Fotos machen. Das Geile ist, hier ist niemand. Hier ist einfach niemand, oder? Ich bin hier mit Benny komplett alleine. Hier ist einfach keine Sau. Das ist so geil. Wir machen hier Landschaftsfotografie an einem der schönsten Orte, wo ich bisher war auf der Welt. Und hier ist keine Sau. Hier ist niemand. Das ist einfach nur geil. Außer Schafe. Viele Schafe. Freunde der Sonne, das ist richtig geil. Ich habe jetzt hier die Kamera aufgebaut, mit Filter drauf. Aber schön moody Look, ist fast noch ein bisschen dunkel, manchmal noch ein bisschen heller. Probieren wir gleich nochmal. Aber die Location ist einfach der absolute Hammer, es ist absolut mega hier. Kannst du empfehlen, die ganzen Seemöwen fliegen hier auch noch rum. Es hat gerade mega geiles Wetter gegeben, dann hat es übelst geschüttet gerade. Man sieht es hier vielleicht noch so ein bisschen. Und ich bin komplett nass und jetzt ist wieder geiles Wetter. Ja, also wieder raus, würde ich sagen. Wieder raus. Hier seht ihr, wie Stefan seine Kamera aufbaut. Ja, und ihr fragt euch jetzt, warum so eine geile Videoqualität mit dem iPhone kommt. Und zwar, erzähl mal Stefan, warum müssen wir jetzt mit dem iPhone filmen? Weil... Und das werdet ihr jetzt noch ganz oft hören. Mein Koffer ist nicht da und in diesem Koffer sind die Batterien bzw. auch das Ladegerät für die GoPro, mit der wir eigentlich die ganze Zeit gevloggt haben. Da jetzt aber der Akku alle ist, geht nur noch iPhone. Guck mal, wie schön das aussieht. Alter, da machen wir jetzt mal noch ein paar schöne Fotos. So, Freunde der Sonne, ich habe gesagt, dass wir jetzt einpacken und zum Auto gehen. Wir hatten darauf gehofft, dass noch mal die Sonne durchkommt, aber da kommt gerade eine mega Regenfront auf uns zu. Und da wir gerade eben schon einmal komplett durchgenässt worden sind, gehen wir jetzt erstmal zurück zum Auto. Man kann ja gucken. Ein schönes Framing von dem Teil. Das ist so heiß. So Leute, dadurch, dass jetzt mein Koffer endlich wieder da ist, hier ist er, haben wir auch endlich wieder die Möglichkeit, mit der GoPro zu vloggen, denn wir haben endlich die neuen oder die alten Ersatzakkus bzw. das Ladegerät. Es ist endlich alles da, wir können endlich anfangen. Mein Stativ ist da. Ich bin einfach jetzt nur noch mega glücklich, dass jetzt wirklich das jetzt alles funktioniert. Und wir haben ja schon ein echt geiles Shooting jetzt gehabt. Das war echt erfolgreich. Ein bisschen was konnten wir mit der GoPro auch noch filmen. Und da ziehe ich jetzt die Bilder noch auf den Rechner. Ich habe da schon ein bisschen angefangen zu arbeiten mit. Sieht echt cool aus. Ist ein moody Look, ja. Wir hatten ja so zwischendurch mal gehofft, dass auch so ein richtig geiler Sunset draus wird. Das ist nicht passiert, aber trotzdem, es ist echt stimmungsvoll geworden, das Foto. Und da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Nudeln hier gemacht, weil ich echt Hunger habe. Und ja, jetzt habe ich hier auch mein ganzes Technik-Equipment dabei, also Ladekabel fürs Laptop und so weiter. Das war nämlich auch alles in dem Koffer drin. Wäre also echt kacke gewesen, wenn der Koffer jetzt weg gewesen wäre. Von daher, jetzt erstmal kurz essen. Dabei laden die Bilder auf meine Festplatte und dann kann ich die am Laptop bearbeiten. So Leute, wie schon gesagt, noch ein bisschen Bearbeitung. Das ist jetzt so das erste Bild, was ich so ein bisschen bearbeitet habe. Ist noch nicht final, aber damit ich mal weiß, in welche Richtung das ungefähr geht, weil ich werde die Bilder von der Reise auch ein bisschen so im gleichen Stil bearbeiten. Von daher, jo. Ist das jetzt hier mal so die erste Variante, die ich gemacht habe. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Ich werde morgen auf jeden Fall nochmal über das Bild rüber gucken, weil ich mit ziemlicher Sicherheit morgen wieder irgendwas dran ändern werden werde. Und deswegen
schlafe ich immer gerne eine Nacht über die Bilder und veröffentliche sie nicht sofort, weil man einfach dann nochmal mit frischem Auge drauf gucken kann und meistens man dann noch irgendwas findet. Morgen früh, richtig früh müssen wir aufstehen, weil um 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr oder so ist Sonnenaufgang. Wir wollen eine Stunde spätestens vorher an der Location sein und wir müssen noch ein bisschen zu der Location auch wandern. Das heißt, so 2, 2,5 Kilometer ungefähr müssen wir da noch hinwandern, wir müssen noch hinfahren. Bedeutet, das wird wahrscheinlich relativ früh, wo wir aufstehen werden. Ich habe es noch nicht mit Benny besprochen, aber ich denke mal so 4 Uhr, 4.30 Uhr.